They say curiosity killed the cat. I killed the cat. Curiosity only brought her to me. Damit, what happened? Sag ich jetzt hier an dieser Stelle erstmal Hallo Leute, Happy Halloween und herzlich willkommen zum vierten und finalen Spiel, das ich für den heutigen schaurigen Tag vorbereitet habe. Herzlich willkommen zu In Sound Mind. Auch hier, genau wie bei den anderen Titeln, muss ich sagen, zum einen, scheiße, ist es dunkel. Also ich habe ja teilweise schon Probleme zu erkennen, was hier los ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es da eventuell euch jetzt gerade geht. Kann ich da vielleicht die Helligkeit ein bisschen hochstellen? Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber... Ja, nur so ein... Ja, so ein bisschen, ja, das... Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt irgendwas gebracht hat, aber na gut. Ja, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was uns hier erwartet, aber das Spiel ist mir wärmstens empfohlen worden, deswegen bin ich sehr gespannt. So, was mir schon mal auffällt, ist, dass es teilweise nicht so ganz performant läuft gerade hier. Das könnte an dem Bewegungsunschärfefilter liegen. Den nehme ich einfach mal raus. Der gefällt mir nämlich sowieso immer nicht. Ich mag solche Filter nicht. So, ich habe das lieber so. Da oben ist was, okay. Komme ich schon dahin durch das Lüftungsdings dann? Versorgungsgang, okay. So, was haben wir hier? Es würde helfen, wenn er nicht die Controllersteuerung anzeigen würde, wenn ich mit Maus und Tastatur spiele. Was ist das für ein Quatsch? Was könnte B sein? Alter, ist das ein... Das kann ja wohl nicht... Was ist denn das für ein Quatsch? Ich benutze keinen Controller, du musst mir nicht die Controllersteuerung zeigen. Die meisten Spiele kapieren das von sich aus. Oh ja gut, dann mach ja Controller, meine Fresse. Achtung, eine Katastrophe. Vergessen Sie das Leben, wie Sie es kannten. Alle Zeichen deuten auf eines hin. Bleiben Sie drin. Aha, cool. Jetzt will es nicht schließen. Geil. So, dann spiele ich halt mit... dieses Spiel erscheint mir prädestiniert für Maus und Tastatur, aber es will unbedingt mit dem Controller spielen. Weißt du, das ist doch scheiße. Ich will nicht mit dem Controller spielen. So, dann finden wir mal heraus, was hier los ist. Und wo wir sind und was überhaupt... Das sieht nicht gesund aus. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt rein, wa? Wieso wird mir hier gesagt, wie ich sprinte? Ich könnte wahrscheinlich das mit etwas... Mit etwas zerbrechen, dass man hier einfach so reingeschmissen wird, ohne überhaupt zu wissen, was los ist, finde ich schon mal spannend. It's too dark in here. Can't see anything. It's locked. There's a keyhole. Gut, also erstmal hier hinten weiter.
Da oben sieht aus wie eine Taschenlampe, die hole ich mir erstmal. Oh, Taschenlampe mit Batterien. So was hasse ich immer. Wenn ich in meiner Taschenlampe limitiert bin. So, er hat schon mehrfach gesagt, ich könnte irgendwelche Sachen mit irgendwelchen Sachen zerbrechen, aber ich habe nichts, mit dem ich irgendwas zerbrechen kann. Aber ich habe jetzt die Taschenlampe, mit der ich hinten in den dunklen Gang weiterkomme. Gut, dann machen wir das. Da war gerade was, oder? Da ist gerade was um die Ecke gehuscht. Hallo. Ich muss nur einmal rausfinden, was das Äquivalent zu B ist hier. R, okay. Oh Gott, die Tastenbelegung ist ja... Das braucht sich auch verdammt schnell auf, ne? Die Werkbank steht allen Mietern zur Verfügung. Außenanwendung nicht gestattet. Die Verwaltung trägt keine Verantwortung für selbst zugefügte Verletzungen. Vorsicht, entfernen Sie keine Werkzeuge aus diesem Raum, gezeichnet der Hausmeister. I can probably assemble something here. No, this doesn't work. Was soll ich denn hier zusammenschustern? Okay, da haben wir eine Batterie. Flurschlüssel. Ach, hier für die Tür hier. Okay. Trotzdem, ich finde das spannend. Also ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung, was das Setting ist. Das wird er mir hoffentlich noch erklären. Sie sind ja, ach, da bin ich. Ja, okay. Da ist das Lager, Entsorgungsraum. Zum Aufzugsflur kommen wir dann quasi jetzt, ne? Okay. It's locked. There's a keyhole. It fits. Das ist aber ehrlich gesagt echt beschissene Batterien, wenn die immer nur 10% aufladen. Gasaustritte können gesundheitsgefährdend sein. Falls Sie ein Gasleck im Heizraum riechen, sehen oder hören, verlassen Sie sofort das Gebäude und benachrichtigen Sie mich. Wo sind wir? Was ist der Kontext? Habe ich irgendwas verpasst, was ich verstehen müsste zum aktuellen Zeitpunkt? Ja, irgendwie sowas in der Art habe ich mir ehrlich gesagt gedacht. So, was wir jetzt brauchen, ist irgendwie wie heißt das? Also das englische Wort ist Crowbar, ich komme gerade nicht aufs Deutsche. Sowas brauchen wir auf jeden Fall, damit wir hier die ganzen Dinger kaputt hauen können, die Ventilationsschächte. Regeln für das Kellergeschoss. Der Keller ist rund um die Uhr für Mieter geöffnet, keine Gäste. Die Verwaltung übernimmt keine Haftung für Dinge, die in Hosentaschen vergessen und beim Waschen zerstört wurden. Werkzeuge aus der Werkbank müssen im Werkraum verbleiben. Was im Keller vergessen wurde, bleibt dort, bis sie es wieder abholen. I can probably cut this with something. An die Mieter! Einige der Waschmaschinen hatten in letzter Zeit einen Kurzschluss. Glücklicherweise laufen sie mit Universalsicherungen. Trotzdem bitte ich Sie, sie nicht selbst zu reparieren. Rufen Sie mich, wenn etwas nicht stimmt. So, eine Sicherung.
Da ist noch mal eine Batterie für die Taschenlampe, aber wenn ich die jetzt mitnehme, dann verschwende ich die wahrscheinlich, ne? Neugierig, was? This looks weak. Ja, das sind Batterien. Okay, was habe ich gesehen, wo ich diese Sicherung eventuell benutzen könnte jetzt? It's a fuse box. Das war sehr ärgerlich. Das war Lebensenergie, die ich nicht hätte verlieren brauchen. Aber zumindest haben wir jetzt einen funktionierenden Aufzug. So, wir sind im Basement. Im First Floor können wir nicht. Also fahren wir wohl in den Second Floor. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn man erstmal so ein bisschen... Guten Tag. Erstmal so ein bisschen Kontext haben und wissen, was hier tatsächlich los ist. Im Moment ist das ja so. Ich weiß nicht, ist das ein Traum, den wir hier haben? Oder. Ich meine, wo sind wir? Was ist hier los? Pretty good. Sieben steht auf dem Kopf. Die sieht auch nicht besser aus hier. Wie gesagt, ich weiß, abgesehen davon, dass mir gesagt wurde, dass es ein gutes Spiel sein soll, 69, weiß ich überhaupt nichts über dieses Spiel. Ich habe keine Ahnung, ob das mehr so ein Horror-Action-Ding ist oder so ein atmosphärischer Walking-Ding oder ob wir schleichen müssen oder... Hello. Okay, Leute. Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern. Wie viel wollen wir wetten, dass das gleich klingelt? Da vorne sitzt die Katze. Saß die Katze. Okay. Ich würde im Sound Mind, würde ich da jetzt rausspringen, rausklettern. Oder alternativ haben wir auf einmal völlig neue Gänge hier, die waren doch eben noch nicht da, oder? Okay. It's my tape player. Anscheinend ist das hier unser Gebäude, in dem, also wir wohnen hier. Und wir sind anscheinend. Ja. PhD, ich tippe mal auf. Irgendein Therapeuten, wa? Und irgendwer hat es auf uns abgesehen. So, dann ist die nächste Frage jetzt. Natürlich sind wir in so einer Traumwelt gefangen jetzt hier gerade. Oder passiert das alles wirklich? Und macht das überhaupt einen Unterschied?
Liebe Bewohner, wir von Mayer Pharmaceuticals möchten Ihnen gerne für Ihre fortgesetzte Unterstützung für unser Unternehmen und das neue Verteilerzentrum hier in Milton Haven danken. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität. Nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch als Ihren Nachbarn. Weitere Informationen über das, was Mayer Pharmaceuticals in Ihrer Nachbarschaft für Sie macht, erfahren Sie unter 1-800-MAYER oder senden Sie uns eine E-Mail an nachbarschaftspharma@mayer.co.biz. Vielen Dank und einen gesegneten Tag. Marketing- und Kommunikationsabteilung Mayer Pharmaceuticals. Einen können wir mitnehmen, 10% haben wir schon mal verbraucht. So, also bei mir ist es im Moment so, ich bräuchte keine Taschenlampe. Auch in unserem Büro brauchte ich die nicht. Ich habe die nur angemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr vielleicht nichts seht. Tonband Desmond. Hör dir dein Tonband an, denn dazu müsste ich ja in mein Büro zurück. Kann ich das denn? Oh, kann ich. Okay. Ach, das war's schon? Na gut. Er ist zu. Dann mal zurück ins Büro, wa? Ja, das sieht schon alles sehr surreal und überschwemmt aus hier, ne? Also. Ich glaube nicht. Hier zum Beispiel, in diesem Büro. Ne? Also, ich kann hier ganz gut sehen, aber ich mache trotzdem mal das Lämpchen an für euch. Was auch immer da ehrlich gesagt gerade geschehen ist. Natürlich ist es wieder der Ozean. Natürlich. In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated. As I am scared. Cool. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Super. Das sind immer die besten Aussagen. Oh, Wasser macht mich immer unruhig in Spielen. Hat das Spiel eigentlich irgendwas darüber gesagt, ob es ein automatisches Speichersystem gibt oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Ah, na gut. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. People are... Well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear. Are similar to those of my patients. Also er ist ein Therapeut. Ja, wir sind doch Desmond, ne?
gucke die ganze Zeit, ob irgendwie wie bei The Shore oder so hier im Hintergrund im Nebel irgendwelche Sachen zu sehen sind. Außer dem großen Ding, das könnte eine Kassette sein, ne? Eine übergroße Audiokassette? So sieht es für mich zumindest aus. Ist es auch. Ist ein Band, ja. Ist ein Audioband. So, prinzipiell würde ich sagen, erinnert mich das so ein bisschen an Doorways. Ne, wo wir auch in den Verstand von diesen Serienkillern eingedrungen sind. Und sich das dann jeweils so manifestiert hat. Das geht auch in eine ähnliche Richtung hier, oder? My patience. We're dropping like flies. Dying. Oh, poor Virginia. I should go over their cases. I need to understand what this is. Doorways, das könnten wir auch mal weitermachen. Aber wir haben so viele Horrorgeschichten, die wir quasi noch auf Halde haben. If I can get through this, if I can just keep my mind focused, I must stay aware. Awake. Alert. Da oben ist eine Tür. Okay. Dann war das Ganze alles nur Vorgeplänkel hier gerade, wa? Mir ist eben auch aufgefallen, dass ich meine Taschenlampe gar nicht dabei hatte, oder? Ne, die hatte ich nicht. Die hatte ich gerade nicht. Jetzt habe ich sie wieder. Okay with you? All right. Danke. Good kitty. Spiel des Jahres, das sehe ich aber genauso. Ich kann eine Katze streicheln. Und auch noch so eine hübsche. So, wir haben jetzt den Aufzugsknopf, mit dem wir in den ersten Stock können dann. War so klar. Do you know how a Rorschach test works? I show you an ink blot and you sneak your way into an interpretation, pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What nonsense. Well, there's an ink blot, there's a problem. Try and avoid your problems now. I can sneak past it. I know I can. Ach du Scheiße. Ich kann mich drei dran vorbeischauen. Es ist so ein Schleichgeschichte. Der hat mich gesehen, ne? The songs with this. Mach das denn jetzt? Ich hasse solche Sachen. This elevator button is not fits perfectly. Tschüss dann! Oh. Ich hasse sowas.
So, müssen wir jetzt ständig vor irgendwas davon schleichen oder nur in bestimmten Territorien oder funktioniert das jetzt? Vor allem bleibt er jetzt da oben und jedes Mal, wenn wir in unser Apartment müssen, an dem Ding vorbei? Da wird immer noch keine Schere und auch keine Gasmaske. Employees only. Hier dürfen nur die Mitarbeiter hin. Und wenn du das hier liest, heißt das, dass ich recht hatte. In dem Fall Schlitten, zweiter Stock über dem Münzautomaten. Lauf, Wartungsraum im ersten Stock mit Klebeband unter dem Tisch befestigt. Griff, Keller hinter der mittleren Waschmaschine. Du hältst mir den Rücken frei und ich dir. Okay. Und wir haben auch noch Statuseigenschaften, die wir verbessern können. Cool. So, also jetzt brauchen wir erstmal den Münzautomaten. Ist anscheinend nicht der. Okay. Kann ich das nochmal lesen? Ach so, nee, warte mal. Wir sind ja gar nicht im Englischen. Wir sind ja gar nicht mit First Floor, Second Floor. Wir sind ja... ich muss ja in den Putzraum. Seite blockiert, okay. It's blocked from the other side. Ich weiß trotzdem noch nicht so wirklich, was hier los ist. Virginia's apartment. Bleib nicht im Bett. Virginia's Tonband. Tuch von Virginia Rule. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie krächzt vor sich hin. Wer hübschen Frauen? Und führt mich fort, ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot, also nimm die meinen. Ich frag mich, wie sie nachts kann träumen. Meine Albträume sind ein zeitloser Fluch. Ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Und während ich Texte lese, geht die Zeit weiter. Das ist ja gemein. Ich habe gerade gesehen, um 3% Dings verloren. Prozent Batterieleistung. Boah, das ist für fotosensitive Epileptiker gerade die Hölle hier. Mein Liebling. Nun muss ich auf Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich verwundert, dass der Anrufbeantworter, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist der kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und dich unterstützen werde, aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzubetteln. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst. Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch. Vielleicht kannst du das ja zu deinem Vorteil nutzen.
Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe. Bitte geh ans Telefon. Mom, Dad und Freddy. Okay, mit dem Band müssen wir jetzt theoretisch in unser Büro zurück, richtig? Gut, dann fahren wir aber erstmal in den Keller. Ich fahre erstmal in den Keller, weil im Keller können wir ja das erste Stück von der Pistole holen. Ne? Die mittlere Waschmaschine, da kommen wir ja dran. Kann ich die Sicherung wieder aus dem Fahrstuhl rausholen? Kann ich sogar, okay. Okay, cool. It's a fuse box. Got it. Ich habe mir nämlich gedacht, dass die sich dann da wegrüttelt. Wir den Pistolengriff kriegen. There's no power. Ansonsten kommen wir aber hier noch nicht weiter, ne? Ich glaube tatsächlich nicht. There is no power. Über dem Warenautomaten. Ich irgendwie, es gibt Kontrollpunkte, okay. Da oben wartet nichts Gutes auf dich. Wenn ich du wäre, würde ich es mir hier unten gemütlich machen. Achso, ich muss erstmal die Sicherung wieder reinschmeißen, ne? Sonst geht er ja gar nicht. It's a fuse box. Oben ist noch bestimmt wieder eine Mistvieh vorbei. Es ist nicht mehr da. Oder es ist zumindest nicht hier. Ich muss nur noch irgendwie in den Putzraum im Erdgeschoss, aber
soweit ich das sehen konnte, war der noch blockiert, ne? Immer die Tür hinter sich schließen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Faustregel. Here we go again. Virginia, here I come. Diesmal ist sogar eine Taschenlampe dabei. Falschen Stelle rübergesprungen oder halt ohne Sprint. So. Nu, kein Tonband hier. Okay. Ups. Das ist ein Supermarkt da hinten, oder? Jupp. Für solche Leute ist sowas nicht einfach. Ja, wenn die sowieso schon Probleme haben, überhaupt ihre Wohnung zu verlassen, weil sie Angst vor allem haben und dann irgendwie so die eine Sicherheit, die sie haben, so dieser eine Supermarkt, bei dem sie immer waren, bei dem sie immer eingekauft haben, wo sie sich so halbwegs sicher fühlen, wo sie sich so halbwegs drauf akklimatisiert haben. Dann ist der plötzlich weg und die sollen woanders hin, mit Dutzenden von fremden Menschen an einem ganz anderen Ort und so. Das ist für manche echt zu viel. Also, wenn die sowieso psychisch schon so ein bisschen labil und instabil sind, das kann richtig, richtig furchtbar sein für die. Exercises in small and timely steps. I can see you're getting nervous. That's okay. Oops, ich bin nicht weit genug gesprungen. There's nothing down there. Ich bin. Oops. Warum ist er denn jetzt nicht gesprintet? Oh, es ist wieder eins dieser Spiele. Das sieht geil aus, oder? So die Farbgebung, die Reflexion auf dem Wasser, das hat schon was. Das sieht irgendwie total geil aus. So, weg mit dir!
Weiche! Nee. Oh, das ist noch einer. Ab dafür. Also unser Endziel ist klar, also wo es rein vom physischen her hier. Ja, also wir gehen in den Supermarkt. Alle weg. Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Einfach nur, weil ich es kann. Ja? Naja, gut. Wie auch immer. Was kommt jetzt? Abgesehen davon, dass wir hier bald schon zum Ende kommen müssen und ich schon wieder denke, boah, voll interessant, Homer Mart. Ja, das habe ich mir gedacht. Voll interessant, ich würde gern noch weiterspielen, aber... Erkunde Homer Mart. Aufgrund eines vorherigen Vorfalls ist der Homer Mart vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und werden bald wieder öffnen. Boah, ist das hier. Das ist der erste echte Level hier, oder? Das andere war. Entschuldigung, war vorgeplänkelt. Jetzt geht's so richtig los. It's a lock with a coin slot. Eine Münze für. Okay. Ich will ja auch nichts verpassen, dass hier irgendwo versteckt ist, weil wir können ja. Ah, jetzt ja. Wir können ja unsere Stats upgraden. Ganz ehrlich, wir sind hier nicht alleine. Wir sind hier sowas von nicht alleine. Meine ich das nur? Oder wissen diese Türen, weil ich nicht hinsehe? Rufen Sie sofort den Mechaniker für die Türen an. Ich ertrinke in Papierkram wegen dieser Untersuchung. Anderson. Rückwärts, nicht hinsehen. Okay. Boah, ich mag das Spiel. Mir gefällt das gut. It's a coin slot. Hier brauchen wir auch eine Münze für. Mir gefällt das alles sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch gefällt. Homer Mart, wir haben die niedrigsten Preise garantiert. Chorizo 42 Zoll TV von Shinitsu. Ein Jahr Garantie auf alle Elektronikeinkäufe über 100 Dollar. Bonobo 27 Zoll TV mit eingebautem Videorekorder. Sparen Sie bis zu 30% auf ausgewählte Artikel. Alle Schnurlostelefone 20% reduziert. Und da im Hintergrund waren schon wieder irgendwelche seltsamen Geräusche. Und ich fühle mich irgendwie besser, wenn ich sie gar nicht so wirklich... Gar nicht wirklich drauf eingehe. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl bei das. Ah, oh, shit, wir sind nicht allein an diesem Ort. Oh, Hilfe! Hilfe! Bitte hilf mir! Hilfe.
Das ist immer so dieser Moment, wenn man noch nicht weiß, was einen jetzt genau erwartet. Das ist immer das Schlimmste. Tschüss. Offiziere, zu Ihrer eigenen Sicherheit seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie hinter dem gelben Absperrband den Tatort betreten. Ui. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochene Sachen rum. Auf einmal habe ich gar nicht mehr so wirklich das Bedürfnis, hier weiterzugehen. Hallo? Hallo? Da steht ein Spiegel. Seit dem Vorfall ist hier ein komisches Gefühl. Irgendwas geht vor sich. Und was haben die Spiegel überall zu bedeuten? Oh nee. Hier wird auch gesungen. Oh, verdammt. Ach, du Scheiße. Oh nein. Jetzt geht's ja richtig los hier. Halte den zerbrochenen Spiegel ganz nah. Er sieht mehr, als du es jemals könntest. Schau in den Spiegel, schau deinen Ängsten ins Gesicht. Ach du Scheiße. Leave me alone. Oh mein Gott. Ach, das schwingt auch noch ein bisschen nach, okay. Du Scheiße! Oh Gott, nein! Okay, hier ist ein Spiegel. Die Frage, wie kriegen wir sie hierher, ne? Ist er denn? Siehst du das lilafarbene oder? Nee, ist sie nicht. Oh Gott. Oh, ich hasse sowas. Schnucki? Hier bin ich! Hier bin ich! Und wir haben einen Schlüssel und wir haben einen Checkpoint und ich würde sagen, wir haben auch erstmal das Ende dieser Folge erreicht. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Interessiert mich, wie es weitergeht. Aber ich denke, für einen ersten Eindruck in dieses Spiel war das erstmal genug. In Soundmind
sehr geil. Eigentlich alle vier Spiele, die wir heute gespielt haben, ja. Dagon, Observer, Tormented Souls und In Sound Mind. Ich fand die alle gut. Ich würde die gerne alle zu Ende spielen. Bei Tormented Souls hat mich halt nur, da haben mich diese technischen Probleme so ein bisschen geärgert. Aber das kriegt man im Zweifelsfall bestimmt auf die eine oder andere Art in den Griff. Und wenn ich einfach nochmal gucke, ob es da irgendwie eine Konsolenversion oder sowas von gibt. Naja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch Happy Halloween. Ja, feiert nicht zu hart. Ja, einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, viel Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst hier entweder in einem Video oder in einem Livestream auf dem Kanal wieder. Oder alternativ, schaut einfach mal auf Discord vorbei. Ja. Schließt euch dem Server an, lasst ein Abo da. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit mir hier in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen. Ciao und bis dann.